Dienstag nach Pfingsten und der VfL präsentiert den nächsten Neuzugang für die Zweitligasaison 19/20. Vom MSV Duisburg wechselt Kevin Wolze zum VfL Osnabrück. Kevin, herzlich willkommen an der Bremer Brücke. Vorweg natürlich die obligatorische Frage, warum hast du dich für den VfL Osnabrück entschieden? Ja, erstmal hallo. In erster Linie, weil es ein super Verein ist, ein Traditionsverein. Darüber hinaus hatte ich sehr, sehr gute Gespräche mit den Verantwortlichen. Ich habe hier selber gespielt. Ich weiß, wie viel Bock das macht, hier zu spielen. Und deswegen freue ich mich auf die neue Herausforderung. Die Fans sicherlich auch auf dich, denn die Position des Linksverteidigers, so hat auch Sportdirektor Benjamin Schmedes gesagt, hat schon hohe Priorität genossen. Wie lauten denn deine, völlig mal unabhängig von der Mannschaft, deine ganz persönlichen Ziele für das kommende Jahr? Ja, erstmal wünsche ich mir persönlich, dass ich verletzungsfrei bleibe, dass ich dem VfL so gut es geht helfen kann, dass wir die Ziele erreichen werden und können. Ich will mit meiner Verantwortung, mit meiner Erfahrung natürlich vorneweg marschieren, Verantwortung übernehmen und das einbringen, was mich auszeichnet. So wie du es auch die letzten Jahre und viele, viele Jahre für den MSV Duisburg getan hast, eher ungewöhnlich. Du hast jetzt noch nicht so viele Vereinswechsel hinter dir. Die meisten werden dich trotzdem kennen, 150 Zweitligapartien stehen auf deinem Konto. Für die es vielleicht noch nicht so genau wissen, worauf dürfen sich die Fans am meisten freuen? Was zeichnet den Spieler Kevin Wolze aus? Ja, wie ich schon sage, ich glaube, ich habe eine gewisse Erfahrung über die Jahre entwickelt. Ich habe eine gewisse Standardstärke, die ich versuche auch mit einzubringen. Darüber hinaus versuche ich jedes Spiel zu gewinnen, 90 Minuten zu marschieren. Ich glaube, das sind ja auch die Attribute, die den Verein auch auszeichnen, was die Fans auch gerne sehen. Und will ich einbringen. Und mit dem Wechsel beim VfL Osnabrück bleibst du dann damit natürlich auch in der zweiten Liga durch den Aufstieg der Lila-Weißen. Du kennst beide Ligen, auch die dritte hast du an die 100 Spiele, sage ich jetzt mal grob, überschlagen. Aus deiner ganz persönlichen Sicht, wo sind die großen Unterschiede zwischen der dritten Liga und der zweiten Bundesliga? In den letzten Jahren hat sich das ein bisschen, die Spanne ist ein bisschen enger geworden, würde ich sagen. Aber trotzdem ist, glaube ich, die individuelle Qualität von den einzelnen Spielern doch nochmal ein Unterschied zur dritten Liga. Da kommen natürlich auch ganz andere Mannschaften wie jetzt die Absteiger Hannover, Nürnberg. Das ist natürlich eine komplett andere Qualität als in der dritten Liga. Aber am Ende des Tages ist es Fußball, es geht um Punkte und die wollen wir möglichst viele holen. Vielen Dank, Kevin Wolze. Dankeschön.